Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn und natürlich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir machen heute weiter mit der Quest im Grenzgebiet. Begib dich nach Scheuerfels. So, schauen wir mal, wo wir da hin müssen. Was ist das hier? Ich muss hier mal gucken gehen. Okay. Wir wollten. Ist das jetzt die Quest? Muss ich mal schauen. Folge Marat. Rede mit Marat. Triff dich in einem Sonnenpalast. Das haben wir gemacht. Das ist die aktive Quest. Begib dich nach Scheuerfels. Triff dich mit Marats Agenten. Genau, weil er hatte gesagt, er hat einen Agenten losgeschickt. Um dann nach dem Rechten zu sehen. Wir schauen mal, ob wir da porten können. Weil den ganzen Weg rennen, ist auch schon ganz schön krass, würde ich sagen. Haben wir irgendwo noch ein Feuer? Nee. Leck, ist das weit oben. Mein Gott. Okay, das wird ein ziemlich heikler Weg. Ich würde aber sagen, wir gehen hier runter und holen jetzt die ganzen Lagerfeuer. Und porten wir mal hier hin. Red Bull aufmachen, Jungs. Okidoki. So, wo gehen wir denn jetzt hier lang? Schauen wir mal, wo sind wir denn jetzt hier? Wir wollen aber in diese Richtung. Das heißt, drehen und eher hier lang gehen. Genau, und dann nehmen wir die Abzweigung nach links oben, dass wir die ganzen Lagerfeuer auf jeden Fall noch mitnehmen. Umso schneller können wir später porten. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Okay, da sind wieder, ist ein Läufer, oder? Läufer, den könnten wir uns gleich mal schnappen. Schauen wir mal, ob wir den kriegen. So schneller geht's dann. Ah, okay, können wir uns eh verstecken. Das müsste eigentlich klappen. Also hoffe ich zumindest. Okay. Funktioniert. Klar. So, und weiter geht's. Müssen wir denn jetzt hier lang? Das müsste genau in diese Richtung gehen eigentlich. Der Weg da hinten müsste es sein. Folgt ihr mir jetzt? Nee. Nein, was ist denn jetzt los? So. Ruhe im Hof jetzt hier. Getriebe im Getriebe. So, da ist ein Lagerfeuer. Sehr gut. Oh, jetzt? Genau, das wollten wir haben. Und weiter geht's. Das nächste Lagerfeuer müsste auch gleich kommen. Lagerfeuer, da ist es ja schon. Yo, man. Oh, was ist das? Ein Tor? Okay. Kommen wir hier nicht durch? Ah, nee, was anderes. Was ist das? Ungültiger Ort. Okay, kommt man da irgendwie anders rein?
würde ich sagen, schauen wir uns dann später nochmal an. Breitkopf. Ich gehe mal hier ein bisschen langsamer durch. Das ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Ich muss den Kampf. Alten Schlingel, die. Ist mein Lagerfeuer weg hier, Leute. So, was hat der denn noch? Und wir speichern. Genau das wollte ich. Und die ganzen Lagerfeuer. Und wir nehmen uns die Pflanzen jetzt auf jeden Fall noch schnell mit. Wie weit ist es denn jetzt noch? 979 Meter. Okay, wir müssen dann praktisch da hoch. Okay. Ist das ein Schnappmaul? Ah, yeah. Wir müssen. Ich glaube, wir ziehen jetzt hier einfach durch. Komplett. Oh, Lagerfeuer. Ein Schnappi lassen wir mal. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt langsam ins Gebirge. Verdorbene Zone. Boah! What the fuck? What the fuck? Stufe 34, ja, den lassen wir, glaube ich, lieber. Der wird uns wahrscheinlich schnell down machen. Da haben wir noch keine Chance. Lagerfeuer entdeckt. Wo? Okay, hier ist ein Lagerfeuer. Und hier habe ich ein paar Pflänzchen gesehen. Oh, wieder Schnappmänner. Oder sind es irgendwelche Decks, Eidechsen oder was sind das? Schnappmaul. Wir haben gleich so viele auf einmal.
Schweine. Ich glaube, die brauchen wir auch noch. So, wir müssen da hoch. Okay, ich hole mal mein Reittier. Und wir ziehen da hoch, würde ich sagen. Schwere Viecher. Trampler. Okay. Ich zieh mal schnell vorbei. Oh, da oben ist ein großes Flugvieh. Ein komischer Vogel oder sowas. Jetzt müssten wir eigentlich bald da sein. 300 Meter noch. Stürmer. Okay, das ist Stufe 13. Die müssten eigentlich gehen. So komische Steinböcke oder sowas. Schaut das geil aus, Leute. Und wir haben ein Lagerfeuer entdeckt. Das ist eine komische Wassermühle hier. Ah, okay. Die sägt anscheinend Baumstämme mit Hilfe der Wasserkraft. Was ist das da? Frost liegt in der Luft. An Tagen wie diesem fehlt mir die Arbeit am Schmelzofen. Okay, sind Arbeiter. Osram Arbeiter. Sehr geil. Scheint so eine kleine Siedlung oder sowas hier. So, wir lassen unser Gefährt mal da stehen, würde ich sagen. Ich habe zwei kräftige Osseram-Hände und weiß, wie ich sie einsetzen kann. Ich werde immer Auge. So, wo sind wir denn jetzt hier? Gehen wir mal hier hoch. Okay. Das muss Scheuerfeld sein. Marats Agent sollte angekommen. Angekommen sein. In Scheuerfeld, Leute. Ich glaube, das ist das Eingangsgebiet zum Gebirge. Schauen wir mal, ob wir den Agenten jetzt hier treffen. Marats Agent ist nicht hier, aber er hatte doch wirklich genug Zeit. Wir sollten ihn suchen. Richtig. Vielleicht hat er was mit dem Verschwinden von Ezra zu tun. Hast du das Armdrücken überlegt? Aber jetzt schauen wir mal, was uns hier der Händler schon anbietet. Ich wollte mal schauen, Waffen, was hat denn der so Schönes? Und zwar Sprengschleuder, was ist denn das Geiles? 1400 Metallscherben. Bleh. Schauen wir mal, was das ist.
Okay, also so eine Art, dann kann man so eine Art Minen schmeißen oder sowas. Geile Sache. Schleuder. Gibt es hier noch eine andere Schleuder? Schattenschleuder. Schattenstolperfalle. Schauen wir uns das mal an. Das ist das gleiche, was wir jetzt schon haben, bloß halt wahrscheinlich viel, viel stärker. Okay. Den Jägerbogen haben wir schon. Einen guten Schattenseilwerfer. Was brauchen wir denn da? Schnappmaulherz. Schattenseilwerfer. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, okay, da können wir die jetzt wahrscheinlich an einem Punkt festhalten. Nee, eher nicht so. Stolperfalle, ne? Schattenbogen brauchen wir nicht. Schattenrassler. Film abspielen. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, aber wir haben leider keine Ressourcen. Dann müssen wir noch ein bisschen. Müssen wir noch ein bisschen farmen gehen. Was haben wir denn hier Schönes? Die wäre auch geil, gell? Banuk Eisjägerin. Schwer. Gegerbte Haut und Fell, verwoben mit Maschinenplatten, schützt die Trägerin vor Eisschaden. Typische Kleidung in unwirtlichen Norden. Hm. Kostet 800. Wir haben bloß 824. Eieiei. Aufgabe erstellen. Was ist denn das? Wenn wir das kaufen, Leute. Schaut schon cool aus, gell? Aber 800 Metallscherben ist schon nicht billig. Ah, ich glaube, wir warten noch. Das ist mir ein bisschen teuer noch. Ich habe da nicht mehr so viel Ressourcen dann. Falls ich irgendwas bauen müsste oder so. Nee, da warten wir lieber noch. Jetzt wird es mit den Fallen bauen knapp. So, finde Marats Agenten. Ist hier ein Lagerfeuer? Schauen wir doch da mal hoch. Hier ist ein Lagerfeuer. Okay, dann hätten wir das auch. Sehr gut. Im Grenzgebiet. Schauen wir mal. Aber er hat sich offenbar sonnenreich ein Zuhause geschaffen. Mehr Spuren. Jemand ist der Person gefolgt, der wir folgen. Klingt übel. Oh, der ist tot anscheinend. Begutachten. Das ist Marats Agent. Herwalds Schläger haben ihn entdeckt. Vielleicht, weil er zu viel wusste. Sieh mal hier. Er zeichnete etwas mit seinem Blut. Gut. Das ist eine Karte, der wir folgen sollten. Das ist wohl Scheuerfels. Ein Punkt im Norden ist markiert. Vielleicht der Waldstandort. Meine Männer warten vor der Stadt. Ich komme mit ihnen nach.
Okidoki. Begibt sich so derweil ins Lager. Ich würde sagen, liebe Leute, wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut. Und schauen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es weitergeht im Grenzgebiet. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten, jo, schaltet wieder ein. Ich freue mich. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Andi.